Am 16-Kanal-Netzwerkrekorder können bis zu 16 IP-Kameras angesehen und aufgezeichnet werden. Die Steuerung erfolgt per Maus. Zur Installation schließen Sie das Netzteil an und den Netzwerkanschluss zum Router. Zudem noch per VGA oder HDMI einen Monitor. Einschalten. Diese Minikamera haben wir im Test verwendet. Nun wollen wir die Kamera einfügen. Unter dem Punkt Video und NetChannel kann man einen Kanal auswählen, dann auf Search klicken und dann werden die Kameras angezeigt, die zum jeweiligen Protokoll, in diesem Fall OnViv, passen. Einmal bestätigen und schon wird das Bild angezeigt. Hier nun auch als Vollbild. Ein Test, dass das Ganze auch funktioniert. Im Menü können zahlreiche Einstellungen getätigt werden, zum Beispiel der Aufnahmeplan. Hier können auch Aufnahmen einprogrammiert werden, die dann per Bewegungserkennung starten. Im Bereich Netzwerk kann eine E-Mail-Adresse festgelegt werden, über die Ihnen dann eine Nachricht gesendet wird, wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wird oder über den Alarmeingang ein Alarm ausgelöst wurde. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.